Wir haben ein Paket aus Deutschland bekommen. Yay! Und zwar von einem alten Freund aus Autopoint-Tagen noch, der sich halt zu einem Freund entwickelt hat. Plus Anhang, mit Anhang meine ich seinen Sohn, Schrägstrich Hund. Das ist ein Mops, der heißt Kirby. Cool. Und der ist super niedlich. Ich werde auch manchmal mit Videos und Bildern versorgt und der ist, ja, der ist einfach cool. Und ich glaube auch nicht, dass er das sich ausgedacht hat, uns einen fetten, fressen, ungesundes Paket zu schicken, sondern dass Kirby sich das ausgedacht hat. Ja. Und das ist gerade angekommen. Ich sehe leider nicht. Ah, am 20.03. abgeschickt, jetzt erst gekommen. Krass. Es ist wirklich krass, dass nur weil die Flieger nicht über Russland fliegen können, dass es sich alles so verzögert. Meine Eltern haben mir auch vorgefühlt, einen Monat, ich glaube am 12.03. ein Paket für mich abgeschickt. Zu meinem Geburtstag, der ja nur schon auch ein paar Tage vorbei ist. Ja. Oh, und das Paket ist immer noch nicht da. Tatsächlich. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, ich habe noch was. Wir haben für den guten Till haben wir für seine Century-Sammlung richtig geile Zubehörsachen bekommen, die ja wie neu aussehen, ja? Ja. Einmal das Diktiergerät, wo du eine Kassette einstecken kannst. Und dann die Kopfhörer. Selten. Ja, also ich selber habe das Diktiergerät habe ich schon gesehen, aber nicht in so einem Zustand und die Kopfhörer noch gar nicht. Also das ist frisch und das liegt hier, weil das demnächst rausgeht. Ein Century Phantomica ist auch für ihn. Und da wir jetzt mit FedEx einen Vertrag abgeschlossen haben, können wir auch trotz dieses Russland-Vorfalls, weil die normale Post sagt, wir können nichts nach Europa schicken, können wir halt doch wieder was nach Deutschland schicken. Und mit FedEx geht es sogar verdammt schnell. Korrekt. Ja, lange Rede, kein Sinn. Ich öffne das Paket. Wir fliegen gerade mit dem Video. Nicht schon wieder. Ja. Ich weiß nicht mal, wo das so richtig zugemacht wurde. Es wurde auf jeden Fall ordentlich zugemacht. Das Interessante ist, dass es diesmal hat es der Zoll nicht mal aufgemacht. Weil sonst wäre ja... Gott schenke dir Gesundheit. Ekelhaft. Sonst wäre ja so ein Zollaufkleber drüber und ja, ein Hinweis auf Japanisch, dass die es aufgemacht haben, aber hatten sie wohl keinen Bock drauf diesmal. Finde ich gut. Waren keine Duplos drin, mussten sie nicht aufmachen. Ich weiß wirklich nicht, wie das hier aufgeht, ey. Ich weiß nicht mal, wo ich ansetzen soll. Ich schneide jetzt einfach wahllos überall rein und hoffe, dass ich mal einen Anfang finde. Ach, warte mal, das ist doch bestimmt wieder so eine Aufklappbox, oder? Nee, ist es nicht. www.sex.com. Ah. Ah, hat er seine Spielzeugkartonkiste quasi dafür benutzt. Guck, da steht's. Und vor, es gibt eine Sextoy-Seite, die sex.com heißt. Das wäre ganz schön einfach. Wahrscheinlich deswegen eingängig. Na, du kennst dich ja da besser aus als ich. Alter, ich verliere noch richtig die Geduld. Das ist mir jetzt egal hier. Mann. Benutzt seine papierzerfetzenden Bürofinger. Ja, siehst du nicht mal die. Doch, jetzt. Jetzt hat er verspielt. Alter, ob der das mit Absicht gemacht hat? Hast du das mit Absicht gemacht? Selbst jetzt sehe ich noch nicht. Hier, ich erfühle was. Okay, dann geht es hier unten auf, so wie es aussieht. Ah, jetzt sehe ich ein Muster. Ja. Das ist eine Aufklappbox. Zum Klappen. Genau.
Der schneidet heute auch wieder letzte Mensch. Oh ja. So ist also deine Karriere als Neurochirurg beendet worden. Play hard, don't embarrass our products. Das passt auch nicht zu dem, was ich... Ja. Das war aber eigentlich ungewollt. Steiler Spruch von sex.com. Alter, was ist hier drin? Brief. Da kriegt Schau so wieder was zu tun. Jeva, in Klammern, Prost, den 20. März 2022. Hallo Paul plus lieber Fritz. Das bin ich. Das musst du erstmal beweisen. Hast du eigentlich noch einen Schokomund? Ah! Nanu, wie sehe ich denn aus? Nee. Erneut alles erdenklich Gute zum Firmenjubiläum, gerade unter Berücksichtigung der letzten 3 Jahre, ist euer gemeinsamer, in Klammern kein Schreibfehler, Erfolg mehr als nur beachtlich. Ihr trotzt nicht nur jeder Krankenkassen-BMI-Skala, sondern auch der Statistik, in einer solchen Zeit eine Firma erfolgreich über Wasser gehalten zu haben und könnt auf eine wachsende Community bauen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass ihr unter anderem euch diesen Anlass sehr zu Herzen genommen habt, um auf ein wichtiges und immer aktuelles Thema aufmerksam zu machen. Die Obesity Awareness. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Hoffe, ihr werdet viel Erfolg in der neuen Videoreihe Fette fressen Ungesundes finden und durch viele halslose und fahrgeistige Selbstversuche eindrucksvoll beispiellosen Nervenkitzel liefern, wenn ihr Dinge esst. Fritz wird nachher, das hat er nicht zu entscheiden, das entscheide ich, wird nachher auf erotische Art und Weise etwas essen. Da können die dürren Medienmenschen wie Team Wallraff oder das Yankee-Experiment oder nicht zusehen und knecken wurden. Folglich, den ersten Schritt zu einer weiteren Gürtelgröße mehr findet ihr in diesem Paket. Oh, das wird dann nochmal langsam eng. Ursprünglich sollte der Inhalt 3- bis 11-fach so viel sein, aber irgendwie fliegt DHL derzeit seltener über die Erdscheibe und lässt sich jenes fürstlich bezahlen. Liegt wohl an den Kerosinpreisen. Deinen Rockstar-Wunsch habe ich gehört. Oh nein! Die Grüße gehen natürlich auch raus, unbekannterweise, an Jan von der Oberst Wankelgarage SPS Auto. Autoport, Suzuki, Apex, Seat, Supra, Dacia, Dacia, Diesel, Dacia, Turbo noch. Künftig wünsche ich mir mehr Videos der Ausflüge und Restaurantbesuche. Gerade das letzte Fritz-Tours-Video, geschützter Begriff, war meiner 3,1-Dioptrien meinem nach ein neuer Meilenstein, was die Schnittmusik und Aufnahmearbeit betraf. Ja, also ich finde auch, dass Fritz sich sehr, sehr dolle entwickelt hat, was die Videoschnitte und alles drumherum halt, was dazugehört, so entwickelt hat. Das ist auf jeden Fall, stimme ich dir dazu. Vielen Dank. Das Problem, diese Tour-Videos und irgendwo hingehen, das ist schon ganz cool, also finden wir auch, aber irgendwie haben genau diese Videos die wenigsten Klicks. Seltsam, ne? Also, wir haben den Tag erst geguckt, welche Videos so gut ankommen, welche nicht so, und alle Videos, wie unsere Sightseeing-Tour oder wo Fritz nach Osaka oder Hiroshima ist oder wohin auch immer, die werden am allerwenigsten geklickt. Und ich glaube nicht, dass es an Fritz liegt. Ich hoffe es doch. Wirklich beeindruckend, wie viel Zeit der Junge da reingesteckt hat. Mehr davon. Freut mich auf 2025, wenn man wieder in Japan ohne Quarantäne einreisen darf. So wie es aussieht, wahrscheinlich ab Sommer schon. Also könntest du das schon eher in Angriff nehmen, tatsächlich. Dann komme ich gerne, wie versprochen, euch beide belasten. Ja, das Angebot steht nach wie vor, meine Tür steht für dich offen und Fritz seine auch, obwohl du dir da die Räume mit den alten Opas teilen müsstest, die bei Fritz ein- und ausgehen. Ich weiß nicht, ob du das so gut findest. Ich kann mir ja Urlaub nehmen für die Woche. Während euch ich diese Zeile schreibe, kostet Benzin 2,29 €. Tschüss. Lacht in elektrisch und die Tendenz steigt genau wie euer Zuckerspiegel beim Genießen dieser Köstlichkeiten. Lieben Gruß aus Jever von Kirby, Dennis und Polina. Geschrieben wie ein wahres Wunderkind. Ja, also das muss ich allgemein sagen, auch wenn ich mit ihm bei WhatsApp schreibe oder so, ist immer witzig. Okay, also diese Sprüche, die der manchmal raushaut, er könnte eigentlich auch so, ich weiß nicht, vielleicht nicht Stand-Up-Comedy, aber Poetry Slam. Ja. Also das könnte ich mir bei ihm echt vorstellen.
auch wenn man mit ihm so spricht, also Telefonat oder Sprachnachrichten, der hat eine unglaublich trockene Art und Weise, das auszusprechen. Also eigentlich wäre es sogar noch viel witziger, wenn er den Brief vorgelesen hätte. Aber gut, so viel dazu, der kommt zu Chaozu. Machen wir mal weiter. Oh, Zeitung. Punkrock im Klingklang. Am Freitag rocken Kings of Balla Balla die Klingklang-Bühne. Also wenn ich mir die angucke und den Namen, dann ist das, klingt das für mich eher wie so eine 0815-Party-Band als eine Punkrock-Band. Ja. Naja. Schleim oder Wieso werden da wohl kaum auftreten. Schleim. Ein fester Biss und ein strahlendes Lächeln. Kostenlose Informationsveranstaltung am 28. März im Neuenburger Schloss. Alter, der Typ. Das ist aber keine gute Werbung für Zahnkram. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das sieht irgendwie so aus, als ob der da kein, ob der dem da ein Zahn fehlt. Siehst du das? Ja. Also ich weiß ja nicht. Mädelskino im Wohlfühlpalast. Mhm. Mehr dazu auf sex.com. Warte mal. Hier ist Küchenwerbung. Von Mode, Baby, Möbel, Küchen. Ach nee, ich glaube nicht, dass das... Weil er verkauft Küchen. Ah. Aber ich glaube nicht, dass das seine Firma ist. Aber bei Kübler arbeitet er nicht, nee. Oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und soll ich jetzt hier fett Werbung machen? Aber Stürme sorgten für 63 Einsätze. Ha! Ihr in Deutschland wisst gar nicht, was ein Sturm eigentlich ist. Tja. Azure Glasreinigung. Ich hoffe, das spricht mir auch so aus. Ja, genug davon. Ist ja nur Filmmaterial. Oder sollen wir das auch essen? Nein. Da ist wirklich ein Rucksack drin. Da ist wirklich ein... Was? Soll ich eine Kanüle holen und dir einen Zugang geben? Nein, aber du darfst ihn in den Kühlschrank stellen, damit er richtig kalt ist, wenn ich mir den wahrscheinlich innerhalb von 2 Sekunden hinterschütte. Oh nein! Salmonellengefahr, Fritz! Ein Ü-Ei! Da, also habe ich gehört, dass es da so ein... Aber das ist ja uns eigentlich scheißegal. Unsere Verdauung kann so schnell nichts anhaben. Weißt du was? Ich nehme mir das zu Herzen, was die Leute gesagt haben, dass wir auch mal was fressen sollen in den Videos. Und deswegen mache ich das jetzt auf. Und dann können wir auch gleich gucken, was da für ein Spielzeug drin ist. Ja. Muss man das aufstellen? In Amerika verboten. Aber die gute alte 9mm Pistole darfst du dir kaufen. Dankeschön. Das riecht schon so. Ach, dann ist es schon weg. Mhm. Na gut. Vernichtung. Also schmeckt nicht nach Salmonell. Hätte ich jetzt auch gesagt. Es schmeckt erstaunlich gut dafür, dass es schon einen Monat unterwegs ist. Ja, Mann. Und vielleicht machen die noch das, die Salmonell. Oh, ich glaube, hier ist was Gutes drin. Nee. Doch! Alter, ein Frosch! Nee, das ist eine Schildkröte, oder? Ich glaube auch. Ja, das ist eine Schildkröte. Aber Schildkröten fetzen. Ja, natürlich. Das wäre nur lustig gewesen, weil viele, die mich privat kennen, wissen ja, dass ich gerne Frosch so als Kosewort verwende. Das ist korrekt. Wenn ich mir die gestörten Viecher darauf angucke, ist die Schildkröte sogar noch am coolsten mit. Ja. Ich brauche dafür keine Anleitung. Ich bin ein erwachsener Mann. 6,5 Stunden später. Nein, brauche ich nicht. Guck. 3000 Jahre später. Hahaha.
erschlagen. Der kommt vorne mit in die Sammlung der Geschenke. Das ist für dich. Oh. Kannst du deinen Koks drin verstecken. Weiter geht's. Alter, Star Wars Leibniz Kekse. Erstens wusste ich gar nicht, dass es davon Star Wars Kekse gibt. Und ja, also er weiß das. Und ihr wisst es jetzt auch. Kurz und ich teilen eine sehr krasse Leidenschaft für Star Wars. Also mich kann man vieles fragen. Ich weiß eigentlich immer eine Antwort. Ja, also... Unser Star Wars Wissen, ganz besonders das von Paul, ist teilweise nicht mehr gesund. Nee, das ist schon. Ja, nerdig halt, ne? Aber das stört mich auch überhaupt nicht. Tito. Imperiale Sturmtruppe, Darth Maul und Darth Vader. Obwohl das eher aussieht wie Jabba der Hutt. Das ist meiner Meinung nach auch Jabba. Einen Todesstern gibt's auch, hab ich gerade gesehen. Oh ja. Den zweiten. Den zweiten. Oh, 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 oh. Ah, ah. Wo ist deine Twi'lek-Schlampe? Das bist du. Ach so. Wo ist der Rancor? Das ist auch du. Du hast eine bipolare Störung. Oh, geil, Haribo. Diese Bärchen hier, die so saftig schmecken. Ah. Die haben sogar Namen jetzt, oder hatten schon immer Namen? Das weiß ich nicht. Der rote ist Mia, der grüne ist Ben, der lilane ist Frieda, der hellrote ist Emma, der gelbe ist Emil und der orange ist Anton. Und alle werden zu einer braunen Wurst. Und das braune Bärchen heißt dann Adolf? Heute ist der 20. Wenn du heute noch auf Klo gehst, dann kannst du so taufen. Ich habe gehört, dass aus unserem Bekanntenkreis eine Person schwanger ist und das Kind eventuell heute kommen könnte. Wir drücken natürlich fleißig die Daumen. Der Arbeitskollege ihres Mannes hat sogar gesagt, er würde 1000 Euro zahlen, wenn das Kind heute kommt. Alter, Tic-Tac! Die habe ich, ja, seitdem ich hier bin, schon nicht mehr gegessen. Eigentlich könnte man die in 1 auf X direkt reinkippen. Das ist, ins Maul. Das ist eine gute Idee. Wieso kriege ich da nur Orange und Gelbe raus? Das ist doch eine Scheiße. Egal. Danke. Das sind genug. Die müssen jetzt alle mit einmal in deinen Mund. Mhm. Das hat funktioniert. Weißt du eigentlich, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie das fette Fressen ungesundes Spezialvideo richtig geil fanden? So viel Aufmerksamkeit für unsere normalen Videos kriegen wir nicht. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir umdisponieren, ich weiß es nicht. Oh, die sind total geil. Hier diese Milka-Eier mit weißer Füllung, die auch weiß sind. Geil. Geil, also die sind echt lecker. Die können wir dann wieder einzeln aufteilen, weil das wird wahrscheinlich. Oh, eine Mund macht kaputt, Toblerone. Gibt es den Wolf? White Chocolate with Honey and Almond Nougat. Das klingt verdammt gut. Das klingt echt geil, aber kenne ich so auch noch gar nicht. Die ist sogar noch haltbar. Was haben wir denn hier? Oh, das ist für dich, Fritz. Nein, da unser Freund der Hundeliebhaber ist, nehme ich mal an, dass er das für Dasha und Kongo reingepackt hat. Das kannst du dann mitnehmen, weil du kümmerst dich aktuell um die Hunde, weil Mima auf Geschäftsreise ist. Aber nicht essen. Du gibst es wirklich den Hunden. Das muss ich mir, ja. Ja. Alter, ist das geil. Lionriegel. Mit Erdnüssen. Die gibt's hier, also es gibt hier, es gibt hier einige amerikanische Schokoladensorten, hauptsächlich Snickers ist sehr beliebt und naja. Mars habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Nee. Twix siehst du ab und zu mal, aber Lions siehst du zum Beispiel auch gar nicht. Ah, das ist ja von Nestlé.
Nutrition Score E. E bedeutet extravagant. Genau. Top Cracker, Sour Cream and Onion. Und dann haben wir noch einmal unser Stück Kindheit. Hä? Krass. Eine Milka limitierte Edition. Unser Stück Kindheit mit Apfelnote, Keksstückchen und Karamell. Klingt gut. Klingt interessant. Ich bin nicht so der Freund für Obst im Schokolade, weil das ist ja dann wieder gesund. Aber könnte gut sein. Oh! Schogetten mit Lotus Cracker Inside. Keks, Entschuldigung. Kenne ich auch noch gar nicht. Aber Schogetten mag ich tatsächlich. Da scheint Erdnussbutter drin zu sein. Nee, doch nicht. Edel Vollmilchschokolade mit Karamellgebäckfüllung und Karamellkeks bröseln. Ich glaube, das war's, Fritz. Nicht mehr Hundefutter für dich drin. Oh. Ja, eine feine Auswahl an Fressalien, die wir uns wieder wahrscheinlich innerhalb von einem Tag zu Gemüte führen werden. Absolut und besonders gefreut hat mich der Rockstar, da danke ich dir tausendfach für. Meine Liebesbekundungen bekommst du gleich bei WhatsApp. Ja, also viel mehr gibt's da noch nicht, ist ja nur ein nebenbei-Video von Fette fressen ungesundes FFU-Team. Nicht so Sumo-Team, das ist beim nächsten Mal wieder dran. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer FFU-Team.